Hallo Leute, heute mit einem Brusttraining. Und zwar war das die letzte Einheit, bevor ich mit meinem neuen Trainingszyklus angefangen habe. Beim neuen Zyklus wird bei der ersten Übung die Intensität ziemlich hoch gehalten und die Wiederholung dementsprechend niedrig. Also werde ich die erste Übung ungefähr im Wiederholungsbereich 3 bis 5 trainieren, wobei die nachfolgenden Übungen dann mit geringerer Intensität im Hypertrophiebereich trainiert werden, also 8 bis 12 Wiederholungen. Und mit Intensität meine ich nicht, wie sehr ich mich während einem Satz anstrenge. Also wenn die Intensität bei 80% liegt, heißt das nicht, dass ich mich nur zu 80% anstrenge, sondern dass ich 80% von meinem One Rep Max bewege. Wenn du also auf der Bank zum Beispiel 100 Kilo drückst für genau eine Wiederholung und die Intensität eines Satzes bei 80% liegt, dann wären das 80 Kilo, die du in diesem Satz bewegst. Nach dem Flachbankdrücken habe ich noch 3 Sätze Schrägbankdrücken mit der Langhantel gemacht. Da habe ich mit 90 Kilo angefangen und bin pro Satz jeweils 10 Kilo runtergegangen. Gleich folgen noch ein paar Aufnahmen beim Schrägbankdrücken mit Kurzhanteln. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.